So, da sind wir wieder. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie wir die Karre hier rauskriegen. Also einfach durchfahren können wir irgendwie nicht. Jetzt versuche ich einfach mal, ob wir das Tor eventuell von vorne aufkriegen. Kann ich hier hochklettern, weil hier eventuell ein Schalter ist? Wahrscheinlich nicht, nee. Aufhören! Pardon. C'est de ma faute. Seltsam. Ich greife ihn von der... Also... Nee, das wollte ich doch gar nicht. Wie kriege ich das denn jetzt auf? Auf Springen eventuell? Gut, ich halte sowieso nichts von der ewigen Schleicherei. Klasse. Und wieder das Auto. Hey, je vends plus maintenant qu'avant la guerre. Also nice sieht die Karre echt aus, ey. Ich hoffe mal, mit der Musik gibt es keine Probleme. Ich habe noch keine Folge hochgeladen. Das wäre ärgerlich. Auch interessant, wie die Hintergrundgeräusche so in den... Also der Sound in den Hintergrund rückt. Und die Musik jetzt quasi im Vordergrund ist. Steck aus. Jetzt geht doch. Ich habe gehört, General Lutz ist auf der Suche nach einem neuen Auto. Sie haben das schon mal gemacht, oder, Ihre? Ich? Autos stehlen? Machen Sie sich nicht lächerlich. Verstehe. Naja, für den Fall, dass Sie mal ein Auto unterstellen wollen, kommen Sie zu einer meiner Garagen. Meine Mitarbeiter bieten die verschiedensten Dienstleistungen. Ach ja, zum Beispiel? Reparaturen, Umbauten, Fahrzeugeinlagerung, was Sie wollen. Wir kümmern uns um alles rund um Ihr Auto. Wenn der Preis stimmt, natürlich. Sehr großzügig. Man sieht sich. Kein Tutorial. Garagen. Garagen der Resistance erkennst du am Werkzeugsymbol. Sean kann in Garagen Werkzeuge abstellen, Fahrzeuge abstellen, reparieren und verbessern. Sean hat ja Zugang zur Garage in La Ville und zur Garage de Belle.
Okay. Fluchtauto bestimmen. Ich habe zwar keine Ahnung, wie ich ein Fluchtauto rufe, aber gut. Jo, hier haben wir noch was zum in der Luft. Ach, siehst du, es ist doch da das Goldblicken, aber was ist das? Ich kann es nicht zuordnen. Wie, ich komme nicht höher? Was? Oh, ist da eine Flakstellung oder was ist das? Landmarke gefunden. Naja, haben wir das auch noch mitgenommen. Kann ich noch was kaputt treten? Tatsache. Sehr gut. Und dann holen wir uns mal hier die nächste Mission ab, würde ich sagen. Noch ist es ja alles relativ easy peasy. Putain, ça pue la saucisse pourrie. Sagen Sie schon, wie schmeckt Ihnen die Vergeltung? Fast so gut wie Whisky. Aber nur fast. Würden Sie gern ein paar neue Leute kennenlernen? Wen zum Beispiel? Die Deutschen halten nicht weit von hier einige Kriegsgefangene fest. Veteranen der Fremdenlegion. Sehr gefährliche Männer. Ihr Anführer ist ein Kerl namens Crochet. Wenn wir ihn für uns gewinnen, ziehen die anderen mit. Und ich soll die Kerle rausholen, damit sie auf ihre Gehaltsliste setzen können? Wäre das ein Problem? Wäre nicht mein erster Ausbruch. Dürfte kein Akt sein, da reinzukommen. Freiheit oder Död. Aber auch interessant, dass sie gerade einen Iren ausgewählt haben für das Spiel hier. Als Protagonisten. Ein netter kleiner Ort ist das hier. Oh, da haben wir noch was Weißes. Oh, Lautsprecher. Ich glaube, die müssen dann glauben. Dreck. Wir können tatsächlich schwimmen. Krass. Ich habe schon gedacht, wir sterben jetzt eventuell. Gut, dann müssen wir woanders rüberlatschen. Ich will immer versuchen, mal sowas nebenbei immer noch mitzunehmen. Und dann denke ich mir auch immer zum Ende einer Session, dass wir dann nochmal sowas machen und keine neue Mission starten. Es macht mir tatsächlich erstaunlich viel Spaß.
Hier macht das. Eigentlich recht praktisch, dass man einfach Dynamit setzen kann und dann läuft man einfach weiter und hat seine Ruhe. Mensch, ich wollte doch... Eine Frechheit, wer sowas hier macht. Das hat noch nicht recht. Tschüss, Leute. Oh. Scheinbar war doch Fuji. Sag mal, wenn ihr jetzt doch auf mich ballert, dann mache ich euch platt hier. Das ist ja wohl eine Frechheit. Yeah. Oh. Sprengende drei deutsche Fahrzeuge mit Dynamit. Belohnung schaltet die Feindfunktion für Dynamit frei. Okay. Die Frage ist, wenn ich jetzt hier lang schwimme, dann sehen die mich ja gar nicht, ne? So wie es aussieht, nicht. Das ist praktisch. Und ab nach oben. Noch so ein Turm. Oh, ich komme hier gar nicht wieder raus, ey, ohne weiter in Luft zu springen. Oh, das ist wunderschönen guten Morgen. Oder wie spät es auch sein mag. Und Scheinwerfer auch noch. La 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 la. Oh, hier ist überall was, ey. So, habe ich hier gleich nochmal eine Abbiegung? Ja. Attention.
Anlage für die Ausgangssperre heute 15 Minuten später in Kraft. Hilfe von 13, ob es nochmal einen extra Bonus gibt, wenn man alles von einem Gebiet geschafft hat. Oder in einem Gebiet. Da haben wir auch gleich was, aber mit zwei Wachen. Ist wieder eine Flak, ne? Jo. Sag mal, wie weit muss ich denn hier überhaupt lang, ey? Was ist das denn hier für ein Platz? Die Gefangenen werden schwer bewacht. Vielleicht sollten wir es auf die leise Tour versuchen. Ich hoffe, das war jetzt eine gute Idee. Scheinwerfer können wohl etwas mehr ab. Okay. Wie kriege ich die da jetzt raus? Die sind ja wirklich gut geschützt, aber... Wenn ich da jetzt drin spaziere und alles umballer, dann kommt da gleich Verstärkung und ja... Das ist eine never-ending Story, glaube ich, dann. Wahrscheinlich soll es eventuell als Soldat probieren. Ich muss aufpassen. Die verstehen hier keinen Spaß. Was ist das? Transitpapiere sind an allen Kontrollpunkten Pflicht. Personen ohne gültige Papiere werden verhaftet. Okay, wir sind erstmal im Lager. Finde die! Treib ihn raus! Sind sie. Ihr Ticket in die Freiheit. Gehen wir. Wir müssen meine Männer befreien. Ja, schnell und lautlos. Sanitäter!
bin raus hier! Sammelt euch um den Irren! Wacht! Oh, scheiße. Ich hab die gerade platt gemacht mit der Explosion. Dieses Mal entkommst du nicht. Los, schwingt eure Ärsche! Rückzug! Huiuiui. Eine hässliche Vergünstigung freigeschaltet. Ja, was für eine Vergünstigung? Eine hässliche stand da. Okay. Aber hatten wir das nicht schon? Manchmal verstehe ich es nicht. Wir hätten eigentlich schon viel mehr Vergünstigungen haben müssen, habe ich so das Gefühl. Na gut, dann geht's hier in der nächsten Folge wieder weiter. Spitze, bedanke mich. Bis dann.